Lachsgemüsequichel. Das brauchen Sie für 4 Personen. 150 Gramm Kirschtomaten. 100 Gramm Zuckerschoten. 250 Gramm Lachsfilet Umlaut je ein Bunadil und Kerbel Umlaut 3 Eier. Größe M. Umlaut 100 ml plus 4 EL Milch Umlaut Salz Umlaut weißer Pfeffer. Geriebene Muskatnuss. 1 Eigelb. Größe M. Umlaut 1 Prise Zucker 4 EL Öl 100 Gramm Magerquark Umlaut 200 Gramm Mehl. 2 TL Backpulver Umlaut Zitronenscheiben zum Garnieren. Fett für die Form Umlaut Alufolie. Achs Gemüsequiche. Tomaten halbieren. Zuckerschoten 1 waschen und putzen. Lachs waschen, trocken tupfen, würfeln. Dill und Kerbel waschen, etwas zum Garnieren aufheben, Rest fein schneidebedingter Trennstrich dehnen. Eier und 100 ml Milch verquerbedingter Trennstrich lehnen, Kräuter unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Eigelb, 4 EL Milch, eine Prise L Salz, Zucker, Öl und Quark verrühren. Mehl und Backpulver mischen, darüber sieben. Mit den Knethaken des Handrührgerätes zu einem glatten Teig verkneten. 3 eine Tarte Form, 24 cm 0, fetten. Den Teigrund, ca. 26 cm 0, ausbedingter Trennstrich rollen, in die Form geben und gut andrücken. Fisch und Gemüse in der Form verteilen. Eiermilch darüber gießen. Im vorgeheizten Backofen, E-Herd, 200 Grad Celsius Schrägstrich Gas, Stufe 3, auf unterer Schiene 30 bis 40 Minuten backen. Zur Sicherheit einen mit Backpapier ausgelegten Rost daran bedingter Trennstrich erschieben, da der Quarkölteig noch aufgeht. Quiche mit den beiseite gelegten Kräutern und Zitronenscheiben garniert servieren. E. 30 Gramm, F. 28 Gramm, KH. 42 Gramm. Zucchini-Nudeln mit Käse. Für 2 Personen, 80 Gramm Nudelnsalz. 400 Gramm Zucchini 1 TL Butter oder Margarine 2 Tomaten 60 Gramm Gorgonzola Pfeffer. Erstens die Nudeln in Salzwasser bis fest kochen. Zweitens die Zucchini putzen und klein schneiden. In Butter oder Margarine ca. 6 bis 8 Minuten dünsten, salzen und pfeffern. Drittens die Tomaten entkernen und würfeln. Nudeln abgießen, mit Gorgonzola-Stückchen, den gedünsteten Zucchini und Tomaten mischen. Diese Pasta. Für 2 Personen. 60 Gramm Nudeln, 300 Gramm Zucchini, 300 Gramm Möhren, 300 Gramm Kohlrabi. 1,11 TL Olivenöl, 1 Knoblauch, 6 EL Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer. Erste Nudeln in Salzwasser bis fest garen. Zweitens Zucchini, Möhren und Kohlrabi putzen bzw. schälen, klein schneiden. Dritten Gemüse in Olivenöl andünsten, Knoblauchzehe dazu pressen. Gemüsebedingter Trennstrich Brühe zufügen und zugedeckt 10 Minuten garen. Salzen und pfeffern. Kack 1 TL Öl. Eine Dose Pizzatomaten, 300 Gramm, ein Bund Basilikum. Salz, Pfeffer. Erste Nudeln in reichlich Salzwasser bis fest kochen. Die Lauchzwiebeln und Knoblauchbedingter Trennstrich 10 derweil putzen und klein schneiden. Zweitens das Hack in 1 TL heißem Öl anbraten. Knobbedingter Trennstrich Lauch und die Pizzatomaten zufügen und 3 bis 5 Minuten kochen lassen. Lauchzwiebeln zufügbedingter Trennstrich gehen, mit Salz und Pfeffer würzen. Drittens das Basilikum grob hacken, in die Soße geben. Nudeln abgießen und dazu essen.